Liebe Gemeinde, willkommen zurück bei Battlefield Gothic Armada, dem ersten Teil. Und auch willkommen zurück bei allen Leuten, die gerade im Stream dabei sind. Wir haben in der letzten Aufnahme den Anfang des Spiels durchgeführt und uns ein bisschen warm geschossen auf Elder, auf Orks, auf komische Verräter und auf diese ganz, ganz irrsinnigen Kultisten. Ja. Mir geht es relativ gut, Paul, meinen Dank. Wie steht es bei dir? Ich achte schon immer auf den Chat als Zult, aber sei es drum, wo ist der Spaß, wenn nicht daran? Wir füllen unsere Kampagne vor und welche da, Zug 9. Laden wir nach. Laden wir den Spielstand, nicht nachladen. Nachladen kommt später erst. Gut, wir haben noch zwei verbleibende Einsätze, das heißt, wir können irgendwie zwei Welten noch zurückerobern. Zuerst einmal können wir aber in unserer Station ein paar Sachen einstellen. Wie immer, gehen wir immer zuerst ins Inventar und machen Inventur. Wir haben absolut gar keine Kohlen, das bedeutet, dieses Upgrade kriegen wir für den Moment nicht. Wir können aber ein paar Kleinigkeiten hier einstellen, zum Beispiel hier. Wir haben die Sword-Fregatte. Werden wir wahrscheinlich niemals benutzen. Da haben wir auf 6000 eingelegt, die hat eine Reichweite von 6000, das ist in Ordnung. Dann geben wir Erlaubnis, Notreparaturen immer selbst durchzuführen und würde sagen, aufschalten können wir ja auch noch immer, kann die auch immer selbst machen. So, Firestorm-Fregatten. Schießen von vorne haben eine Reichweite von 6000 auf beiden Waffen. Aufschalten haben wir erlaubt, erlauben wir denen auch noch automatisches Reparieren. Reparatieren. So, diese komischen Dinger. Die Cobra-Fregatten-Zerstörer. Machen wir auf. Sie sollen immer von vorne schießen, wegen gerade Torpedorohre. Wir erlauben ihnen das hier, wir erlauben ihnen das Nachladen, wir erlauben ihnen das Schießen von Torpedos auf der Reichweite von 9000. Ah, das müssen wir nicht unbedingt. Für den Moment können wir die erstmal so machen lassen, wie wir wollen. Wenn die wollen. So, von vorne schießen, mittlere Reichweite von 9000, Reparatur. Nachladen, Torpedos. So, jetzt arbeiten die Dinger automatisch. Unsere eigenen Schiffe sollen nicht wirklich automatisch arbeiten, unsere Linienschiffe. Wir haben halt selten die Pfoten frei, um unsere Escortschiffe ein bisschen zu mikromanagen. Ich meine, können wir trotzdem. Wir können trotzdem mir erlauben, sich selbst ihre Ziele auszusuchen. Aber das wollen wir vorerst noch nicht. Gut. Wir können außerdem, was habe ich noch gar nicht gezeigt, wir können hier unsere Schlachtgruppen einstellen. Also im Endeffekt können wir unseren Schiffen verschiedene Skins geben. So sind wir zum Beispiel die Schlachtgruppe Sakarios der Baggerflotte, da sind wir in grün unterwegs. Voss der Solarflotte, dann ist man sehr weiß und sehr gold unterwegs. Adrantis der Coronusflotte, dann laufen wir in gewissermaßen meiner Farbgebung in blau-gold. Die Armageddon-Flotte ist gewissermaßen gelb-gold. Und die Nemesis ist Rot-Kupfer, wie es aussieht. Für den Moment laufen aber erstmal weiter als Gothic-Flotte rum. Und nun, da wir diesen Spaß getan haben, können wir weitermachen mit den Sachen, die wir tun wollen. Zwei Einsätze gibt es, die getan werden müssen. Oder die wir tun können. Wir können hier eine Datenbergung durchführen. Gegen imperiale Rebellen, wie es aussieht. Hier gibt es einen Konvoi, müssen wir da selber eskortieren und da können wir... Wir sind Angreifer, das heißt, wir müssen die feindlichen Eskortschiffe vernichten. Gegen Elder-Schiffe. 600 Punkte, machen wir das. Das bezahlt gut, das wird ziemlich einfach sein, denke ich. Mit 600 Punkten, Eskortschiffe abfangen. Selber eskortieren hasse ich. Weil Eskortschiffe so unfassbar langsam sind. Wir holen uns unsere Maßklasse, natürlich. Dominator, Luna, 120 Punkte haben wir übrig. Da muss ich kurz was trinken. Ich weiß, unprofessionell. Ich denke, bei einer Eskorte erlauben wir uns... Wir erlauben uns einfach mal diese 120 Bonusrufpunkte. Also, wenn wir diese Punkte nicht benutzen, kriegen wir sie als Bonus nach der Schlacht oben drauf. Und ich denke, mit unseren drei Kreuzerschiffen
müssten wir in der Lage sein, an die wütenden Transportschiffe ranzukommen. So, wie viele müssen wir überhaupt zerstören? Diesmal sind es ja wahrscheinlich mehr als zwei, oder? Müssen wir diesmal drei zerstören? Vier? Vier müssen wir vernichten. So, die Luna-Klasse kommt nach hier hin. Die Mars-Klasse kommt in die Mitte hier hin. Und die Dominator setzen wir nach da hin. 1, 2 und 3. Gruppe 1, Gruppe 2. Ich dachte hier, Gruppe 2, Gruppe 3. 1, 2, 3. Sehr gut. Helm coordinates acknowledged. Ship ready. Wir geben unsere Schiffe schon mal entgegen. Mach uns bereit, Nova-Kanone zu werfen. Your orders? Und nachladen. Nachladen könnte nützlich sein. Yes, Admiral. So ein Bombergeschwader lässt sich wunderbar einsetzen. Okay, Transportschiffe sind langsam. Das heißt, das hier ist keines. Die da hinten haben eine Chance, Transportschiffe zu sein. Underway. Enemy ship sighted. Cruising speed set. Okay, Troop. Okay, da haben wir uns das fangen müssen. Schicken wir einen Bombergeschwader hier rüber, um sich einfach darum zu kümmern. Und lassen die Nova-Kanone nach hier schießen. Diese Nova-Kanone auch nach hier. Okay, schieß einfach da. Ihr fühlt euch dann besonders lustig, oder? So, da hinten sind wahrscheinlich auch Transportschiffe. So, Elder-Schiffe. Konzentriert auf die Triebwerke, damit die nichts können. Ship ready. Setting course. So. Fresst Torpedos. Yes, Admiral. Vorsicht! Da hinten. Okay, das Transportschiff will sich scheinbar nach da hinten hinweg machen. Ihr könnt das kurz mal gegen reparieren. Oh, das hat den erwischt. Drei von denen sind hier. Okay, das da ist kein kein Transportschiff gewesen. Activating tactical cogitators. Acquiring new vector. Komm schon, weichen Torpedos aus. Danke. Losing speed set. Orders received. So, wir verlangsamen. Dem Schiff geht's ja nicht gut. Engines hot. Enemy ship crippled by the lightning strike. Initiate emergency repairs. So, versuchen wir dies hier auszuschalten. Das hier kann so. Bombergeschwader. Haben wir ein Ziel hier irgendwo in der Nähe? Scheinbar nicht. Wir haben aber schon zwei der Transportschiffe vernichtet. Und mit Hilfe der Nova-Kanone kommen wir gleich an die anderen noch ran, aber für den Moment. So, drehen wir die Mars-Klasse mal um, schicken ein imperiales Bombergeschwader auf den hier. Nein. Und Nova-Kanonen nach hier hin. Enemy transport ship destroyed. Sehr gut. Und Schilde unzerstörbar machen. Wir können auch entern. Resuming normal functions. Ship ready.
So, Nova-Kanone. Das könnte riskant sein. Hat aber geklappt. War riskant, hat funktioniert. Das Problem ist natürlich, dass hier die Torpedos im Eimer sind. Aber wir müssen noch einen Transporter erwischen. Also wenn wir den hier erwischen, ist es vorbei. Oh, dann sind wir gerade außen. Hier sind doch, hier sind alle drei von denen. Okay, gut zu wissen. Dann kann dieser hier sich in diese Richtung bewegen. Und der hier muss eins davon erreichen, bevor die... Oh Gott, die sind schon ganz schön nah. Aufschalten. Nicht gut. Setting course. Yes, Admiral. Bitte, Nova-Kanone. Engines to maximum. Okay, wir haben ihn erwischt. Gerade so. Gerade so erwischt. Wir vergessen immer ganz gerne, dass Elder-Transportschiffe doch ein bisschen schneller sind. Aber gemessen daran, wie viel wir vernichtet haben, ist das sehr gut gelaufen. Das lief wirklich sehr gut. Das hat uns echt sehr viel Zeug gegeben. Gut, da können wir jetzt mal wieder zur Station gehen. Nach jeder Schlacht geht in die Station. Ich nehme an, ein paar unserer Schiffe sind... Nein, unsere Schiffe sind darüber nicht glücklicher geworden, aber... Ihr könnt jetzt das Upgrade hier leisten. Was habt ihr schon? Die Schiffe hat doch überhaupt kein Upgrade. Dann geben wir den... Dann geben wir den besseren Schild. Schilde sind wichtig. Wir wollen immer, dass unsere Schiffe am Leben bleiben. So, zurück zum Sektor. Gut, hier haben wir einen Kreuzerkampf gegen Elder-Schiffe und einen Durchbruch. Und hier haben wir eine Datenbergung. Was sind die profitabelsten Schlachten? Okay, hier sind Planets verloren gegangen. Wir sind Angreifer, Durchbruch. Vernichten die Verteidigungsplattformen. Feindliche Flotte besteht aus imperialen Schiffen. 177 im Fall eines Sieges. 118 im Fall eines Sieges. Und 400 Punkte. Dann gehen wir den Durchbruch durchführen. Und den Planeten hier zurückerobern. Wir wollen nicht immer verlorene Welten haben. So. Speichern. Immer speichern. So. Start. So, wir haben aber 600 Punkte. Wir müssen einen Durchbruch durchführen. Ich wäre also gerne bereit, eine unserer... Hier, unsere schwächste Dauntless würde ich gerne dabei mitnehmen, tatsächlich. So. Einfach, um mehr Linienschiffe zur Hand zu haben. Man weiß nie, was für ein Schwachsinn nicht passieren kann. Und wir kämpfen gegen imperiale Schiffe. Da bin ich nicht so zuversichtlich, dass wir die einfach wegmachen können, wie bei Elder-Schiffen. Gut. Vier Verteidigungsplattformen. So. Awaiting orders. Wir haben Zeit. Wir können die beiden Tod. Wir müssen nicht mal in der Verteidigungsplattform kämpfen, wenn wir ehrlich sind. Okay, der Großteil der feindlichen Flotte steht allerdings da hinten.
Das heißt, wir können es uns erlauben mit Verteidigungsplattformen. Yes, Admiral. Die Nova-Kanone ist mal wieder eine Enttäuschung. Awaiting orders. Your orders? Yes, Admiral. Dann bewegen wir uns da hinten hin. Ah, wir sind damit auch den komischen Augurensonden ausgewichen. Ja, um den mache ich mir keine so großen Sorgen. Okay, um die hier mache ich mir allerdings Sorgen. Wie sind die so schnell hergekommen? Die haben sich in der Gaswolke versteckt gehabt. Oh nein. Festhalten. Brace for impact. Schießt alle auf dieses Teil hier. Ein Kreuzer. Konzentriert dich auf seinen Generator. So, wir haben Bomber. Schickt die Bomber los auf ihn. Du, anhalten. Die scheinen wütend auf uns zu sein. Ich weiß nicht warum, was wir denen getan haben. Du hör auf. So. Resuming normal functions. Awaiting orders. Unser Dominator ist hier. Activating tactical cogitators. Engines hot. Nein, nicht brennen. So. Yes, Admiral. Dieses Schiff hier braucht seine Schilde wieder aufgewertet. Awaiting orders. Understood. Ship ready. Okay, der hat sich dafür aber wieder hochgezogen. Wir können aber gleich wieder Bomber nachziehen. Wir sollten auch immer nachladen lassen. So, Schilde auf jeden Fall unzerstörbar machen. Dieses Schiff ist schon weg. Resuming normal functions. Schickt ein Imperials Bombergeschwader hier drauf. Konzentriert euch auf die Generatoren. At your command. Cruising speed set. We are the Imperial Navy. Ganz genau das seid ihr. Cruising speed set. Activating tactical cogitators. So, einmal eine harte Drehung hier machen. Dann können wir Nova-Kanonen nach hier klatschen. Resuming normal functions. Activating tactical cogitation. Nova-Kanone. Nach dahin. Resuming normal functions. Retros. Activating tactical cogitators. So. Hier, die Dauntless-Klasse soll da drauf schießen und eine Endmanöver hier drauf durchführen. Nachladen. Wir wollen nicht ins Asteroidenfeld rein, also raus da. Hier, kümmern wir uns darum. Du kannst da erstmal. Okay, unsere Schiffe haben sich ein bisschen verknotet hier, das wollen wir nicht. Aber es lief ganz gut bisher, okay. Wir machen den Durchbruch gerade auf die Art und Weise, die wir nicht gemacht haben. Moment, haben wir jemanden, der... Du entkommst hier nicht.
Smoltern die hier. Sehr gut. Diesem Schiffe geht's nicht gut. Das sollte sich ein bisschen zurückfallen lassen. Activating tactical cogitators. Acquiring new vector. Okay, das trifft natürlich gar nichts. Activating tactical cogitators. Den hier mögen wir nicht, schicken wir ein Bombergeschwader vorbei. Oh, oh je. Nein, 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 Torpedos. Hoho. Activating tactical cogitators. Ship ready. So, die hier lassen wir zurückfallen. Underway. Execute high energy turn. Understood. Okay, du musst Schub geben. Du gehst nach dahin. Activating tactical cogitators. Ah, wollen sie unsere Sensoren also wieder ärgern? Sehen wir, was wir mit dem Schiff jetzt zu tun haben? Wir haben es mit einem Schlachtkreuzer Overlord zu tun. Das ist problematisch. Schicken wir ein Bombergeschwader da drauf? Ne, wir schicken Angriffsboote drauf. Funktioniert perfekt, wir entern. Understood. Damage teams begin repairs now. At your command. Activating tactical cogitators. So, können wir das hier einfach dran tappen? Ah, die Station ist gerade kaputt gegangen, das ist gut. So, wir lassen den ein bisschen nach vorne gehen, damit der hier in die Reichweite der Nova-Kanone gerät. Und wir im besten Fall nicht. So muss das nämlich. Sie können wir jetzt mitziehen. Oh, hier geht es nicht so gut. Sie soll sich ein bisschen zurückfallen lassen. Oder sollte ich einfach aus der Reichweite des Geschosse fallen lassen? Cruising speed set. Yes, Admiral. Activating tactical cogitators. Orders received. So, ihr da werdet jetzt Torpedos fressen. Resuming normal functions. Oh, verdammt, das erwischt uns auch. Festhalten, festhalten. Brace for impact. Oh, das tut weh. Resuming normal functions. Engines to maximum. Activating tactical cogitators. Jetzt stoppt sie. Niemand entkommt. So. Je mehr wir zerstören, desto mehr Ruhm gibt's für uns, also umso besser. Und das war genau, was wir sehen wollten. Sehr ganz viel Ruhm. Unsere Maßklasse kann aufgewertet werden, das ist, was ich auch sehen wollte. So, wir haben keine Einsätze mehr frei, das heißt, wir können nur zur Station rübergehen. Unsere Schiffe vorbereiten und uns dann wieder reinbewegen. So, die Crew. Servitoren sind drin.
Abkürzung aller Fertigkeiten. Geschwader. Ah, Servitoren. Mir lieber mehr Geschwader als bessere Geschwader. Was wir den Teil ja auch geben werden, sind wahrscheinlich automatische Betankungssysteme, sobald wir rankommen dürfen. Dass die noch schneller rausgeschmissen werden können, die ganze Zeit über. Geschwader können echt nützlich sein. So. Wir haben 514 Ruhm übrig. Wir könnten das nutzen, um unsere Fregatten aufzuwerten. Und wenn, dann würde ich tatsächlich die Firestorm-Fregatten zuerst aufwerten. Den würde ich dann nämlich sagen, wir geben den Disruptor-Überladung, um Schilder schneller aufzulösen. Und die verbesserten Linsen, damit die noch mehr Reichweite haben. Das würde uns 400 insgesamt kosten, das einzurichten. Aktuell brauchen wir es allerdings nicht wirklich. Aktuell setzen wir nicht wirklich viel auf... Nun ja, Escortschiffe. Später können wir wahrscheinlich noch welche haben. Oder welche verbessern. Aber erstmal bunkern wir den Kram, den wir haben. Speichern, weil ich sehr viel speichere. Und wir beenden unseren Zug. Mal schauen, ob wir jetzt einen Hörsturz bekommen. Immer noch im Jahr 142. Admiral, I have transferred the Eye of Night to my vessel. And we are preparing to depart from Orn's world. Your orders are to escort my ship out of the system and defend us against any remaining Chaos forces. I have set a course near the system's primary star in order to mask our ships from the enemy. The relic must not fall into enemy hands. If Abaddon reclaims the Eye of Night, he will carry out his vile scheme and the Sector will pay the price. Oh nein, wir müssen schon wieder Inquisitor Horst eskortieren. Das wollen wir nicht. 300 Punkte, okay. Many Chaos ships have been sighted through the system. The star's solar activity is particularly high, and Orgar arrays are picking up huge solar eruptions near the sun's corona. We must keep the artifact secure. Lest Abaddon gain a crucial advantage in the war. Okay. 300 Punkte, das wird interessant. Aber was für eine 300 Punkte Flotte können wir uns da zusammensetzen? Ich meine, wir können unseren Schlachtkreuzer benutzen. Aber dann haben wir 120 Punkte übrig. Und das ist nicht viel. Das heißt, wahrscheinlich ist die Maske... schwierig. Wahrscheinlich haben wir lieber zwei Schiffe mit ordentlicher Feuerkraft da, als eins mit großer Feuerkraft. Und ich meine wirklich großer Feuerkraft. Und andere Schiffe mit weniger. Die beiden Kreuzer? Nehmen wir unsere beiden Kreuzer. Unsere Dominator-Klasse und unsere Mars-Klasse. Luna-Klasse. Mars können wir nicht mitnehmen, ist zu groß.